depuis que nous avons quitté Paris et que tu es. Lucy hat Turnunterricht. Lucy war aufgewacht und machte sich ein Frühstück. Da klingelte es an der Tür. Da stand der Postbote vor der Tür. Seit 2 Jahren war er nicht mehr da. Er sagte, ein Brief für Lucy Kirchensberger. Lucy nahm ihn an und unterschrieb. Der Postbote sagte, Vierte! Und ging. Sie machte den Brief gleich auf. Er war von Sabine Müller. Das war ihre frühere Turnlehrerin. Sie schrieb, Hallo liebe Lucy, willst du dieses Semester wieder Turnunterricht haben? Ich freue mich schon auf dich. Bitte schreibe mir eine Karte oder rufe mich an. Du weißt ja sicher noch meine Telefonnummer. Liebe Grüße, deine Lehrerin Sabine Müller. Lucy rief sie gleich an. Sie sagte, Hallo liebe Sabine Müller. Aus dem Telefon antwortete es, Hallo liebe Lucy, ich freue mich, dass du mich anrufst. Willst du bei mir Turnunterricht haben? Ich hätte noch einen Platz frei. Lucy sagte, ja, sehr gerne. Wann ist denn die erste Trainingsstunde? Frau Müller antwortete, sie ist heute von 16 Uhr bis 17 Uhr. Lucy sagte, toll, ich freue mich schon. Wo findet das Turnen denn statt, Frau Müller? Frau Müller antwortete, das Turnen findet in der Turnhalle der VS Hofstetten statt. Lucy sagte, okay, dann bis später. Frau Müller sagte, bis später. Und Lucy legte auf. Ein paar Stunden später befand sich Lucy schon in der Turnhalle und Frau Müller auch. Dann sagte Frau Müller, so, dann fangen wir einmal an. Lucy sagte, okay, Frau Müller, okay. Frau Müller sagte, Lucy, probier mal einen Kopfstand. Lucy probierte es und sie schaffte es sogar, obwohl sie es das erste Mal gemacht hat. Frau Müller sagte, Lucy, probier mal Bock zu springen. Lucy probierte es. Man sollte eigentlich über den Bock springen. Drüber springen. Lucy setzte sich aber auf den Bock und sprang dann erst hinunter. Da sagte Frau Müller, Lucy, das müssen wir noch ein wenig üben. Frau Müller holte ein Sprungbrett und stellte es vor den Bock auf. Die sagte zu Lucy, so, jetzt habe ich dir ein Sprungbrett hingegeben. Du brauchst nur auf den roten Punkt zu springen. So kannst du den Bock normalerweise problemlos überqueren. Lucy sprang und sie sprang wohl ein wenig zu. Sie sprang so hoch, dass die Hallendecke des Turnsaals einriss. Frau Müller sagte, Lucy, ich glaube, du kommst bei der Sonntagszeitung auf das Titelblatt. Der Reporter der Zeitung kam tatsächlich und schrieb alles auf und machte Fotos. Es war der Zeitungsmacher. Und Lucy freute sich sehr und sie plauderten gleich ein halbes Stündchen. Und dann war die Stunde auch schon um. Leider musste Lucy danach auch noch die Reparaturkosten bezahlen. Es kostete 760 Euro. Lucy sagte, nehmen Sie gleich mein ganzes Portemonnaie mit. Ich wünsche mir zu Weihnachten ein neues. Dann ging Lucy nach Hause und machte sich einen guten Zitronentee und einen Steindutz Marmelade. Sie schlief mit dem Marmeladenbrot in den Hufen ein. Ende der Geschichte.